Ich möchte heute über Just Find sprechen, das neue Just Find, den Web-Relaunch. Also wir haben auch eine neue Webseite bekommen und über den YouTube-Kanal. Und vielleicht mal vorab ganz kurz gefragt, Sie haben mit Just Find schon gearbeitet oder mal, Sie nicken alle, Just Find ist bekannt. Die Webseite der UB auch. Also wenn man die Öffnungszeiten wissen will, reicht es eigentlich heutzutage, wenn man googelt, da stehen die schon. Für uns immer sehr interessant, weil ich auch in diesem Webteam bin. Ja, okay, Sie schauen so skeptisch. Okay. Gut, und der dritte, wer von Ihnen kennt den YouTube-Kanal der UB? Ah. Okay. Gut, ich würde sagen, Fragen machen wir am Ende. Und ich stelle jetzt die Systeme erstmal so ein bisschen vor. Geht los mit der neuen Website. Und das Besondere ist so ein bisschen, dass wir jetzt auch eine ordentliche mobile Version haben. Deswegen hier zwei Bilder. Und hier habe ich mal einen QR-Code und auch die Adresse unten nochmal. Wenn Sie das direkt ausprobieren wollen, können Sie das machen. Und jetzt klicke ich einfach mal auf diesen Link. Vorhin war er noch weiß, jetzt ist er rot geworden. Ist aber nicht weiter schlimm. So, da gehen wir mal auf volles Risiko und lassen uns die Seite mal anzeigen. Also das ist die neue Homepage der UB. Und man findet hier im oberen Bereich zunächst mal das Menü. Das ist nichts Besonderes. Das ist im Grunde genommen in der ganzen JLU auch so. Dann hat man hier so einen Slider mit bestimmten Themen. Und manchmal liegt da auch ein Link dahinter, wie zum Beispiel zur Constitutio Antoniana. Da kann man dann draufklicken, wenn man sich für interessiert. Mache ich gerade mal. Und dann kann man sich das hier entsprechend anschauen. So, dann gehen wir wieder zurück zur Startseite. Darunter kommt der Bereich für Just Find. Just Find zeige ich gleich nochmal separat. Also Sie müssen nicht zwingend zu Just Find gehen, um dort zu suchen, sondern Sie können das direkt über die UB Homepage machen. Hier einfach den Begriff eingeben und loslegen. Und dann kommen hier drei Kacheln. Die direkten Links, das sind so Dinge, die man häufig braucht. Also wenn Sie zum Beispiel häufig hier in der UB sind und sagen, Sie möchten gerne in einen Gruppenarbeitsraum, dann können Sie den auch buchen und da müssen Sie nicht lange nach dem Link suchen, sondern das haben wir tatsächlich bei den direkten Links ganz vorne platziert und noch so ein paar andere Dinge, die man eben sehr häufig braucht. Dann kommt Aktuelles mit aktuellen Nachrichten und dann Termine und ja, einen Termin sehen wir hier gerade, das ist die Coffee Lecture, die jetzt im Augenblick stattfindet. Bisschen weiter unten, dann kommen wieder die Kacheln, die haben Sie vielleicht vorhin im Menü schon gesehen. Das sind hier Recherchieren, Ausleihen, Lernen, Publizieren, Forschen und Lehren und das über uns. Hier ist der Vorteil, in dieser Ansicht sieht man auch gleich, welche Unterpunkte stecken da so drin. Ja? Und jo, da können Sie entsprechend in die Bereiche gehen. Ich gehe jetzt hier exemplarisch mal auf den Bereich Recherchieren, klicke hier einfach drauf und das gilt für die anderen Bereiche hier genauso. Hier sind jetzt die Unterpunkte, die wir vorhin in der Kachel schon gesehen haben und dann ist das manchmal auch ein bisschen weiter verzweigt. Also hier beim Thema Recherche geht es natürlich um Just Find, es geht aber auch um wissenschaftliche Datenbanken, andere Infoquellen und noch so ein paar andere Dinge. Also da können Sie gerne mal stöbern. Die Literaturverwaltung ist hier. Ja, und das funktioniert in den anderen Bereichen genauso. Ich gehe mal hier auf die Ausleihe. Auch da hat man diese Kachelansicht. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Das sind also die Hauptbereiche zunächst mal gewesen. Und im nächsten Schritt möchte ich schon auf Just Find zu sprechen kommen. Just Find, also zu erreichen, einerseits direkt natürlich über den direkten Link, aber am einfachsten eben über die Homepage. Und das möchte ich jetzt auch mal zeigen. Sie können es ruhig auf dem Smartphone auch mal probieren und da reicht es schon, Just Find zu googeln. In der Regel kommen Sie dann auch direkt auf das Portal. So, ich zeige es nochmal ganz kurz, wenn ich hier auf der Startseite der UB bin, klicke ich einfach auf das Just Find Logo und dann bin ich auch direkt im Portal. Das ist jetzt erstmal die Startseite und Sie können hier schon umschalten zwischen Deutsch und Englisch.
Sie haben hier Zugriff auf das Ausleihkonto oder Ihre Merkliste. Da müssen Sie sich erst anmelden. Und um an die Volltexte zu kommen, müssen Sie sich auch mit Ihrem Benutzerkonto, müssen Sie sich mit Ihrer Nutzerkennung auch anmelden. Das ist jetzt hier auf Häkchen. Das liegt daran, dass wir hier im WLAN der Uni-Bibliothek sind. Und da hat man automatisch Zugriff auf alle Ressourcen. Aber wenn Sie von zu Hause aus unterwegs sind, dann sehen Sie da so ein Kreuzchen und da kommen Sie erstmal nicht drauf. Und dann können Sie sich da einfach einloggen. Gut, ansonsten ist das hier eine Übersichtsseite mit ja, 5 Abschnitten im Grunde genommen. Hier in diesem zweiten Abschnitt kann ich meine Suchbegriffe eingeben. Ich verwende hier mal Wissenschaft und warte kurz. Und sehen Sie schon, Just Find macht hier auch automatische Vorschläge. Was könnte dazu so passen? Ich nehme jetzt hier mal wissenschaftliches Arbeiten, das Schlagwort. Klicke da drauf und dann wird wissenschaftliches Arbeiten hier gesucht und ich habe zunächst mal meine Trefferliste vor mir. Ja, in der Trefferliste sind die ersten 20 Treffer zu sehen, aber insgesamt sind es hier über 2000. Und hier kann ich natürlich auch entsprechend blättern. So, das ist natürlich jetzt eine sehr hohe Trefferzahl und um das einzugrenzen, zunächst mal habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es hier die sogenannten Facetten oder Filter. Ich kann also sagen, ich interessiere mich nur für Online-Ressourcen, ja, weil ich mir ein PDF oder ähnliches herunterladen möchte, dann kann ich das hier entsprechend eingrenzen. Klick da drauf und sehe sofort, aha, die Trefferzahl, die reduziert sich eben auf die reinen Online-Quellen und das kann ich jetzt noch weiter treiben. Ich kann es auch wieder löschen, das mache ich jetzt hier mal und sagen, ich bin jetzt schon hier in der Universitätsbibliothek und mich interessiert, was steht denn jetzt an Büchern tatsächlich im Regal. Dann wähle ich natürlich die Universitätsbibliothek und sage, ich möchte nur die gedruckten Medien. Ja? Und dann bekommen Sie hier in der Trefferliste, sind also jetzt noch 990 Treffer zum wissenschaftlichen Arbeiten, immerhin auch eine ganze Menge noch angezeigt. So, und dann sehen Sie hier auch schon, hier ist ein Ausleihstatus, das ist ausleihbar, das ist wunderbar. Und ich könnte hier jetzt auch noch tatsächlich ein bisschen weiter stöbern. Manchmal ist ein Buch auch ausgeliehen, also das erkenne ich hier dann direkt. Es gibt noch weitere Filter, um das einzugrenzen. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich möchte nicht diese Sortierung hier nach Relevanz verwenden, sondern gucken, was ist an neuesten Büchern sozusagen da. Dann wähle ich die Sortierung Neuestes zuerst. Und dann sieht man schon, ja, das ist jetzt hier eine Zeitschrift, eine laufende Zeitschrift, deswegen sehe ich das Datum hier gerade gar nicht so gut. Aber ja, die Sortierung ist hier, jetzt haben wir hier 2023 eben nach den neuesten zuerst. Ja, ich kann aber auch noch nach anderen Kriterien sortieren. Was noch geht, ist, dass ich diesen Begriff wissenschaftliches Arbeiten hier nicht über alle Felder suchen lasse. Also Felder sind zum Beispiel der Titel oder die Beschreibung. Oder der Abstract und so weiter. Also es gibt verschiedene Felder, verschiedene Metadaten, wo das auftauchen könnte. Und wenn ich jetzt gezielt einen Titel haben möchte, in dem wissenschaftliches Arbeiten auch tatsächlich auf dem Buchcover auftaucht, dann gehe ich her und sage nicht, such in alle Felder, sondern such bitte nur im Titelbereich. Und Sie sehen schon, hier kann man auch nach Verfassern oder Schlagworten suchen. Ich suche jetzt nach Titel und das sollte dazu führen, genau, dass wir jetzt hier deutlich weniger Treffer natürlich haben. Gut, ansonsten gibt es hier auch noch eine erweiterte Suche, wenn Sie also sehr spezifisch suchen wollen mit booleschen Operatoren und so weiter. Da will ich aber jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Genau, Ausleihkonto vielleicht noch, da müssen Sie sich mit Ihrer Chipkartennummer, Leseausweisnummer und dem Passwort anmelden und dann kommen Sie auf Ihr Ausleihkonto, um auch Ihre Entleihungen beispielsweise, um eine Verlängerung machen zu können oder um die Merkliste zu nutzen. Das ist der Tab Artikel und mehr. Also hier Katalog OPAC, das sind im Wesentlichen Bücher oder andere Medien, die wir hier tatsächlich auch im Bestand haben. Es sind auch E-Books dabei, aber Artikel und mehr, das ist eigentlich das, was in der Forschung eigentlich relevanter ist. Also dort kommen Sie an die neueste wissenschaftliche Forschung auch ran. Ja, ich mache das nochmal. Also es ist jetzt der Suchbegriff hier
Ich nehme jetzt mal Wissenschaftstheorie, den Begriff. Ja, dann sieht man das ganz gut. Just Fines sucht immer im OPAC und in Artikeln und mehr gleichzeitig. Das bekommen Sie aber nicht unbedingt mit. Und wenn man es nicht weiß, geht es auch schnell vergessen. Sie müssen wirklich hier auf diesen Tab Artikel und mehr klicken. Und dann sieht man schon, hier ist auch eine deutlich höhere Trefferzahl, weil wir es hier tatsächlich mit wissenschaftlichen Artikeln zu dem Thema zu tun haben. Ja, also das ganz schön. Und bei wissenschaftlichen Artikeln habe ich hier auch andere Kriterien. Ich kann zum Beispiel auf ein Peer Review achten. So, und jetzt gehe ich noch einmal hier in den Katalog OPAC zurück. Wir haben bisher uns nur die Trefferansicht angeschaut. Wir schauen uns jetzt nochmal den Einzeltreffer an. Also wenn ich jetzt hier in dieser Liste von 20 Treffern mir einen herausgreife, ich nehme hier einfach mal den zweiten, und dann bekomme ich hier die Detailangaben, bekomme dann meistens auch noch das Buchcover dazu mit den vollständigen bibliografischen Angaben und dann auch der Möglichkeit, hier zum Beispiel für eine Zitation oder so mir einen Export zu machen oder es zu meinen Favoriten hinzuzufügen. Hier ganz spannend, dass man auch zum Beispiel Schlagworte findet und dann eine Schlagwortsuche direkt anschließen könnte. Also das ist eine ganz praktische Sache. Außerdem, gut, das ist jetzt hier online vorhanden, deswegen gehe ich nochmal zurück und schränke nochmal. Ich gehe hier zum Suchergebnis über die Breadcrumbs zurück, schränke mal ein auf gedruckt Datenträger, wähle jetzt hier den ersten Treffer aus und bekomme jetzt in der Detailansicht ein bisschen weiter unten auch den Bestand gezeigt. Also wo steht dieses Buch, und in dem Falle ist es tatsächlich bei einer Professorin, einem Professor im Büro sozusagen, ist aber bei uns verzeichnet. Meistens haben wir aber auch in der Bibliothek die Exemplare vorhanden. Und das sieht man dann hier unten entsprechend. So, das war die Sache zu Just Find. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz den YouTube-Kanal vorstellen. Der YouTube-Kanal der Uni-Bibliothek. Entweder einfach auf YouTube gehen und nach UB Gießen suchen. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Oder, egal ob in Just Find, ganz am Ende der Seite findet sich ein Link zum YouTube-Kanal. Also auch auf unserer Homepage komme ich direkt auf den YouTube-Kanal, indem ich hier ganz unten auf der Seite, unten rechts sehen Sie es, ist auch ein direkter Link auf den YouTube-Kanal. YouTube-Kanal zunächst mal ist so aufgebaut, dass man eine Übersicht, die über die UB Basics hat, also wie funktioniert die Recherche, Literaturbeschaffung, die Standorte, Just Find wird nochmal erklärt, das Ausleihkonto, also so nützliche Dinge, die Sie häufig brauchen, die Literatursuche mit Just Find ein bisschen ausführlicher, aber auch so Technik-Know-how, wie funktioniert der Selbstverbucher, der Rückgabeautomat und solche Dinge. Zur Literaturverwaltung haben wir Videos, wissenschaftliche Datenbanken, eine Serie, also da einfach mal reinschauen. Und dann das Besondere so ein bisschen, dass wir die Coffee Lectures hier auch verfügbar haben. Und so wird es auch mit dieser Coffee Lecture sein. Die wird also auf dem YouTube-Kanal später auch zu finden sein. So, die Sortierung in YouTube, ich gehe hier mal auf Videos, dann werden die Videos nach dem letzten Upload-Datum auch gezeigt. Also da gerne mal gucken, aber Sie können auch mal schauen, wenn ich hier auf beliebt gehe, was so die häufigsten besuchten Videos bei uns sind. Da gibt es einen Videoscan mit dem Smartphone, wie funktioniert das? Citavi ist sehr beliebt, die Schließfächer und noch so ein paar andere Dinge. Dann gibt es noch die Playlists, und eine Playlist, die nennen wir Study Skills. Auch da schauen wir gerade noch mal rein, da unten ist sie. Und da sind so ein paar Dinge zusammengefasst. Study Skills heißt die Liste. Ich rufe die hier mal direkt aus auf, wo Sie einfach auf dem YouTube-Kanal gerne noch mal reinschauen können. Zum Zeitmanagement, wie kann man Literatur, wie kommt man von der Literatur zum eigenen Text, wie kann man Prüfungsangst überwinden und ja, solche Themen. Also das ist hier ganz lohnend. Gut, und das war es auch schon mit der Coffee Lecture. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und